Freunde und Modellbahnkumpels. Hier ist wieder Jens. Und ich habe zwar heute nichts gemacht, doch ich habe was gemacht, aber ich habe nichts Richtiges gebaut. Aber ich habe mir was zu Herzen genommen und vor allen Dingen habe ich etwas geändert an meinem BW. Das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe jetzt alles genau vermessen. Ich habe mir 10 Videos angeschaut, wie man ein BW gestalten könnte. Und nein, ich habe keine Kohlegrube. Ich brauche sowas nicht. Ich fahre eh keine Dampflok. So, dann habe ich mir noch ein Hilfsmittel organisiert. Das Ding hier. Schöner Zeigestab. Da muss ich nämlich nicht immer um die Platte rumlaufen. Aber trotzdem werde ich um die Platte rumlaufen, um euch das genau zu erklären, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. So, da fangen wir mal an. Das Ding, das legen wir noch nicht weg. So. Sieht das Ganze jetzt aus und so wird es jetzt auch gebaut. Das ist der vorläufige Plan und der wird auch so bleiben. Wie gesagt, Drehscheibe ist genau ausgemessen. Sag ich mal. Dann alle Gleise ausgemessen. Dann hier die Reparaturstelle. Den Kran habe ich mir noch besorgt. Oder besser gesagt, den hatte ich noch. Den habe ich noch ganz gemacht. Der lag oben noch auf dem Schrank. Den habe ich noch in Ordnung gebracht. Eigentlich wollte ich ihn nicht einsetzen, aber der passt ganz gut dahin. Diese zwei Zusatzgleise. Hier dieser leichte Knick. Und die Instandsetzungswerkstatt für Graffiti-Waggons. Das heißt also, hier stehen schon zwei bereit. Die werden dann irgendwann mal hier reingeschoben. Und dann dürfen sie irgendwelche Leute sauber machen, so wie ich damals machen sollte. Gut. So. Und dann hier hinten. Das hatte ich ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aufs Gabel flattere hier. Geh weg. Weg. So. Hatte ich das letzte Mal erklärt mit der Weiche. Jetzt lege ich das Ding mal weg. Das hat noch eine ganz coole Funktion. Bium. Laser. Pointer. So. Und zwar diese Weiche. Wie ihr seht. Passt. Die lege ich auch jetzt wieder weg. Weil ich euch noch ein schönes Fahrvideo zeigen möchte zum Schluss. Dann hier diese zusätzlichen zwei Gleise. Das ist mir heute früh eingefallen beim Kaffee trinken. Dann diese, wie gesagt, Instandsetzungswerkstatt oder Reparaturwerkstatt für Waggons und auch vielleicht auch für Loks. Na, passt ja perfekt. Da ja hier auch Graffiti-Waggons stehen. Wegen den Weichen, wie gesagt, die werden ausgetauscht gegen Rocco. Hier ist schon eine Rocco. Die ist auch noch in Ordnung. Die habe ich schon alle getestet. Jetzt kommen wir zur S-Bahn-Geschichte. Ihr habt ja gesehen, dass da vorher dieses Gebäude stand. Das habe ich jetzt weggenommen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich brauche erstmal einen anderen Bahnhof, das passt alles nicht. Mache da einen verlängerten Bahnhof hin, das ist jetzt einfach nur provisorisch hingestellt, das Zeug kommt da nicht hin, ist klar. Aber so in der Art, hier wie das hier, sollte es aussehen, mit einer Überdachung und von hier bis hierher gehen. Damit ein kompletter Triebzug, wenn ich mal wieder hinab von Brava hier, und bis was ich, 600. 24er, wie diese Dinger da jetzt heißen. Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ihr wisst schon, was ich meine. Talent 1 und 2. So, Feierabend. Dreiteilig oder zweiteilig, dass die da hinpassen. So, gut. Jetzt zeige ich euch auch, dass das genau ausgemessen ist. Achtet genau auf die Gleise. Ich tue das jetzt von oben filmen. Ich habe hier mal eine Lok provisorisch draufgestellt. Die dreht sich einfach mal eine Runde mit. Gleis 2. Genau ausgerichtet. Gleis 3. Genau ausgerichtet. Gleis 4 genau ausgerichtet. Gleis 5 genau ausgerichtet. Gleis 6 genau ausgerichtet. Gleis 7 genau ausgerichtet. Die 8 genau ausgerichtet. Und jetzt kommt nämlich das mit dem Bogen. Dazu muss ich die Lok mal runternehmen. Wir fahren jetzt einfach mal provisorisch auf das Gleis. So. Fehlt das ein Stückchen? Komm, das packst du. Ufa! Natürlich gehört da keine E-Lok hin, das weiß ich auch. Die will nicht. Vorführeffekt. So. Egal. So, und da seht ihr, dass es genau ausgerichtet ist. Auch das ist genau ausgerichtet.
Das mit dem Bogen, wie gesagt, habe ich in mehreren Videos jetzt gesehen. Das ist ein kleiner Abstand zu der Instandsetzungsgeschichte mit dem Kran ist. Und deswegen mache ich das auch so. Wie gesagt, das Einzige, was bei mir fehlt, das ist die Bekohlungsgeschichte. Gibt es bei mir nicht mehr. Ich fahre keine Dampfloks, also brauche ich das auch nicht. Und wie ihr seht, kein Teller mehr da. Es ist zwar noch ein Teller da, aber der ist aus Pappe. Und eine Schiene drauf getackert und fertig. Damit ich eben genau weiß, wie ich das dann später bauen muss. Das wird auch so ausgesägt und alles. Das mit dem Teppich ist natürlich jetzt eine blöde Sache. Hätte ich wahrscheinlich wirklich weglassen sollen, den Teppich. Den kann ich jetzt aber nicht mehr wegnehmen. Also ich nehme. Den schneide ich dann Stück für Stück raus, wenn die Gleise dann liegen. Ne? Ist klar. So wie hier eben. Hier habe ich es auch Stück für Stück rausgeschnitten, nachdem die Gleise gelegen haben. So, das mache ich dann auch hier. Hier wird wahrscheinlich nochmal neu geschottert werden müssen, weil das ja hier locker wird. Das mache ich dann hier, hier, hier und die ganzen anderen zusätzlichen Geschichten. Hier ist das alles markiert. Aber wie gesagt, alles genau ausgemessen, dass auch jeder Waggon, jede Lok und tralala alles rumkommt, ohne anzustoßen. Der Abstand ist auch ausreichend, dass es realistisch wirkt, denke ich mal. Ja, ansonsten bin ich ganz zufrieden jetzt mit diesem BW, wie ich das bauen möchte. Dass vor allen Dingen das mit diesem Instandsetzungsfirma oder besser gesagt mit der Werkstatt finde ich ganz cool. Die Türen sind übrigens nicht weg, die sind in der Kiste. Das ist ja auch noch ein Geschenk gewesen, dieser tolle Blockschuppen oder diese Instandsetzungswerkstatt. Und da habe ich mir gedacht, ja, die kannst du eigentlich auch mitverwenden. Jetzt ist halt bloß noch die Geschichte mit der S-Bahn. Und das mache ich aber dann, wie gesagt, wenn ich ein paar ordentliche Gebäude dafür habe. Muss ich mal gucken. Ach ja, ist noch was dazu gekommen. Und zwar hier einmal ein Carport. Habe ich auch geschenkt bekommen. Da stehen zwei Autos drin. Und hier oben auf der Burg haben wir auch mal eins. So. Ich hatte ja noch gesagt, dass ich euch noch ein Fahrvideo zeige. Mit einem Zug. Und zwar mit meinem wunderschönen, langen Containerzug. Mit Doppeltraktion. Der Lutti zieht die 155 den Berg hoch, weil ihr seht ja selber nicht elektrifiziert, also darum kann es wahrscheinlich auch die nicht mehr fahren. Naja, ich kann euch erklären, warum die nicht fahren kann, weil die einfach zu langsam dann fährt. Das heißt, der IC, der kriecht dann um die Strecke drumherum, weil ich die nicht so weit aufdrehen kann, dann wären die zu schnell. So, da fahren wir jetzt einfach mal los. Habe ich die Weiche runtergetan? Ja, habe ich gemacht. Und zeige euch mal diesen tollen Containerzug nochmal in Aktion. Ein Wagen kommt weg, nämlich der Cargo-Wagen. Der gefällt mir nicht. Rot gehört hier nicht rein. Feierabend. Ich denke, von der Geschwindigkeit passt das auch. Und mehr Wagen mache ich auch nicht dran. Das ist jetzt einfach mal bloß zum Zeigen hier, wie das aussieht, wie cool das aussieht. Ihr seht, der Abstand zu dem letzten Gleis passt auch. Wunderbar. Da stößt nichts mehr an, weder mit Dostos noch mit IC-Wagen, mit sonst was. Ich habe das, wie gesagt, so gut wie möglich ausgemessen. Ja, der IC, der hält Altmann runter. Egal. Aber es ist schon eine geile Sache, so ein Containerzug. Und dass meine Gleise gut verlegt sind, das sieht man auch daran, dass die Waggons ordentlich drüber fahren, ohne dass die Container von den Waggons runterhüpfen oder runterfallen. Die sind nämlich lose, total lose. Das zeige ich euch gleich nochmal. Auch hier hinten, was ich hier gemacht habe mit dem Gleis, mit der R2-Weiche, klappt wunderbar. Habe auch schon jeden Zug getestet, den ich habe, außer natürlich diese SBB-Wagen, die in ein paar Stunden nicht mehr da sind, die gewinkeln vorbei. Aber so bin ich richtig zufrieden mit der Sache.
Alles klappt einwandfrei und wird dann auch später so verlegt. Das ist schon wirklich ein posanter Anblick, wenn da so ein langer Containerzug sich über die Anlage schlängelt. Meint ihr nicht auch? Da ist der Cargowagen. Ich brauche keinen Alkohol, deswegen geht er weg. Nee, Quatsch, das ist nicht der Grund. Das ist ein anderer Grund. Den möchte jemand haben und ich habe ihm den versprochen. Und er kriegt dann auch. Auch ich vergebe Sachen. Und er muss nichts dafür bezahlen. Nur so zur Info. Ob das jetzt realistisch ist, das ist eine andere Frage. Bei Ludmilla mit 155 im Schlepptau, nee, ich glaube, das gibt es in echt nicht. Und dann auch noch zweimal Deutsche Reichsbahn, erst recht nicht. Die sind beide gleich schnell, weil sie beide von Minitricks sind. So, lassen wir sie jetzt nochmal über den Bahnübergang fahren. Der Mann mit dem Koffer, der steht jetzt wahrscheinlich schon eine Ewigkeit und wartet, dass er endlich mal rüber darf. Aber es kommt ja immer wieder ein Zug vorbei. So, die Runde fahren wir noch fertig. Und dann zeige ich euch dann noch die Geschichte mit den losen Containern. Da habe ich mir dann auch schon was überlegt. Aber das wird dann wahrscheinlich erst viel, viel später, weil das wird teuer. Ich denke, das wird teuer. Weil günstig bekommt man so etwas nicht. So, hier nochmal die Stelle. Ja, das ist ein bisschen, das Lichtblendet halt ein bisschen die Sonne. Sieht das ein bisschen dunkel aus, das ist doof. Egal. So, Feierabend. Das war natürlich jetzt ganz blöd gelöst, weil jetzt der IC davor steht. Da müssen wir noch ein Stückchen vorfahren oder zurück, nehmen wir von vor. Sonst kann ich euch das mit den Containern nicht zeigen. Dass die ganz, ganz lose drauf liegen. Ich tippe mal einen an, ich hoffe, das ist der richtige. Oh, shit. Wir haben wahre Fracht verloren. Die liegen nur ganz lose drauf. Sind super leicht, also da ist nicht mal Gewicht drin in den Waggon, in den Container. Also, wer weiß, wie viel Gramm das sind, 3er, 2er, also ganz wenig. Und daran seht ihr, dass die nicht runterspringen von den Wagen. Muss ich erstmal wieder die Nüppel finden. Und meine Gleise gut verlegt sind. Also die Schienenstöße habe ich so gut wie möglich alle entfernt, gerade wegen solchen Geschichten. Hier sind noch mehr lose, 2er sind fest. Der ist festgesteckt, glaube ich. Ja, der ist festgesteckt. Der müsste festgesteckt sein, der auch. Die sind lose. Ja. Lose. Der ist lose. Da. Huch. Und die stecken, glaube ich, auch fest. Ja. Also ein paar lose sind dabei. Und ein paar sind nur leicht drauf gesteckt, das heißt, wenn ich das anheben würde, würde der Container abgehen, aber nicht der Containerwagen hinterher. Ich lasse das aber so, vermutlich werde ich bei den dreien, falls das klappt, was ich vorhabe, auch alle Klebestellen unten drunter entfernen, denn wo ich die gekriegt habe, da waren die alle festgeklebt, auch diese hier. Das sieht aber so blöd aus, wenn ihr mal schauen wollt. Die sind ein bisschen zu hoch. Sieht man noch? Müsste man eigentlich sehen. Das heißt, die schweben in der Luft an den Aufsätzen. Und das gefällt mir einfach nicht. Ja, Mann, ich wäre immer schlimmer, ich weiß.
Nee, sieht einfach, wenn beim Vorbeifahren sieht das einfach doof aus, wenn der Container, solche riesen Monster von Containern, genau in der Mitte drauf liegen, aber oben drüben in der Luft. Das gibt's nicht in echt. Da würden sie schon längst runterfallen oder was weiß ich. Statische Probleme geben beim Fahren. So, das war mein Containerzug und meine Geschichte mit dem BW. Wie gesagt, das ist der vorläufige Plan. Ihr könnt mir ja noch Tipps geben, was noch fehlen könnte, außer die Kohleanlage. Vielleicht noch irgendwie eine Reparaturgrube oder so, was in der Art, keine Ahnung. Aber ich denke, ich habe an alles gedacht, was es so alles im BW gibt. Ja, und wie gesagt, dann die Straßen, das werde ich dann auch gut lösen, wenn dann hier irgendwas aus der Lok rausgebaut wird, wie zum Beispiel Motor oder was weiß ich. Steht dann hier ein LKW da mit Verlader, und fährt dann hier um die Drehscheibe drumherum. Entweder fährt er hier direkt auf der Straße drauf oder erst hier am Bahnhof vorbei und da hinten drauf. Aber ich denke mal, hier ist besser. Also, dass hier direkt am Bahnübergang dann hier eine Abfahrt mache, die hier über die Gleise geht und ins BW rein. Dann kann ich auch hier noch einen schönen Parkplatz hinmachen oder so. Aber das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Aber das, was ihr da jetzt seht, ist in trockenen Tüchern und bleibt auch so. Das ist alles schon markiert, damit ich ungefähr weiß, wie es dann festgemacht werden muss. So, dann noch eine Sache in eine Geschichte in eigener Sache. Oh Mann, ey, was ist denn noch los? Das ist wahrscheinlich die Wärme heute. Wir haben nämlich ein bisschen Temperatur heute. Ja. Und zwar möchte ich noch etwas sagen zu der Geschichte mit Elektronik. Ich hatte ja gesagt, dass ich jemanden suche. Oder dass ich jemanden suche, der mir dabei hilft, die Elektronik in Ordnung zu bringen. Es gibt zwar jemanden, der mir dabei helfen könnte, aber der will halt Rollmaterial. So, ich könnte Rollmaterial abgeben. Ich habe ja einiges da, was ich nicht unbedingt mehr brauche. Aber das möchte ich nicht unbedingt. Weil da muss ich wieder neue Waggons organisieren. Und da kann ich dann auch jemanden bezahlen, der das dann auch macht. Es wäre ja toll, wenn sich mal jemand melden würde über meine Mail, der mir eventuell dabei helfen könnte, helfen, das heißt, mir erklärt, wenn er bei mir hier in der Wohnung ist, wie ich was zu machen habe. Also der es nicht macht, sondern einfach nur erklärt, dass ich ungefähr eine Vorstellung habe, wie ich das verkabeln muss. So, das meine ich damit. Klar wäre es besser, wenn es jemand machen würde, aber das ist dann halt zu viel Aufwand und ich weiß, dass das auch nicht billig werden würde. Dann würde ich wahrscheinlich ja eine nackte Platte am Ende haben. Weil das Verkabeln mit Verbindung diesem Puls, das ist so eine Sache. Ja, und dann die Geschichte mit digital. Das ist ja auch eine Überlegung, dass man dann eben getrennt die Züge fahren lassen kann. Mit so einer Märklin-Maus-Steuerung oder wie sich das da nennt. Oder Rocco-Maus oder Tralala. Klar ist das eine coole Sache, Leute. Aber ihr vergesst immer eins an der ganzen Sache. Also die mir den Tipp gegeben haben mit digital, Vater digital, Vater digital. Ihr vergesst dabei eine ganz entscheidende Sache. Das Umbauen dieser Anlage auf digital ist einfach zu schwierig. Und jetzt kommt der zweite Punkt und das ist der wichtigste Punkt. 80% meiner Lokomotiven sind alte Loks. Und ich denke kaum, dass ich den Teufel tun werde und meine ganzen alten Loks gegen neue austauschen. Ich habe ja nicht die Geldscheiße. Was digital gehen würde, wäre vielleicht die, eventuell die noch. Ja, dann die würde noch digital gehen. Ja, das war's dann schon. Hört's ja schon auf. Alles andere sind alte Loks, die man nicht digital nachrüsten kann. Das heißt, da kann man kein Decoder einbauen. Das ist das Problem. Ach ja, na klar. Der ICT vielleicht noch. Das war's dann aber. Die anderen Loks sind alles alte Loks. Und ihr wisst selber, was für einen Aufwand man betreiben müsste, um das alles zu digitalisieren. Manche stellen sich das einfach ganz leicht vor, dass man einfach mal so, oh, ja, komm, das geht doch zack, 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 hier schnell mal die Lötstellen zumachen und dann fährt alles. Nein, so einfach ist das nicht. Denn es ist ja noch nicht mal alles richtig angeschlossen. Also kann man das doch gar nicht schon digitalisieren. Das ist doch absolut unmöglich. Und dass es mit viel Geld und Aufwand verbunden ist, das weiß doch wohl jeder, der schon mal eine Anlage digitalisiert hat. Also das ist nicht so einfach. Man muss das hier vor Ort sehen, um zu sehen, dass es eben nicht so einfach ist. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass auch schon zwei Leute hier waren. Die Namen möchte ich nicht nennen.
die großkotzig, ich sag's extra großkotzig gesagt haben, Mensch, das ist doch kein Problem, das geht doch ratzfatz, Mensch, ach, das geht doch ratzfatz, geht das. Und als sie hier ankamen, Freunde, da haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, ach du Scheiße. Nee, 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 tut mir leid, Jens. Also so einfach geht das dann doch nicht. Oh, nee, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Wisst ihr, was ich meine? Von Weitem kann man das immer beurteilen, dass es einfach ist. Aber wenn man es dann sieht und vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, was für ein Aufwand betrieben werden müsste, um die ganzen Loks umzurüsten, die ja umzurüsten gehen, ja, und die ganzen Gleise, dann ist das schon was anderes. Und solange der vollständige Gleisplan nicht komplett ist, alle Gleise ordentlich verlegt sind und alles fest ist, sagen wir mal SBW zum Beispiel, werde ich einen Teufel tun und anfangen hier mit digital rumzuspielen. Klar wäre das mal eine Überlegung, einen Kreis zu schließen, aber das ist ja dann auch nicht mehr möglich, analog zu fahren. Ne? Dann rauscht der Zug dann ständig durch an irgendwelchen Stellen und das muss dann auch nicht sein. Also, das nächste Mal erst überlegen und dann Vorschläge machen. Ich meine nur ganz bestimmte Leute. Ich rede nicht von allen. Es gibt viele Tipps, die ich angenommen habe. Nehmt da mal den scheiß Teller weg. Bitte schön, Teller ist weg. Du musst die verlängerte S-Bahn-Haltestelle machen. Bitte schön, habe ich angenommen. Also nicht, dass es heißt, ich nehme hier keine Sachen an oder so, wie das schon mal jemand geschrieben hat. Das stimmt nicht. Ich habe vieles angenommen. Ich weiß, dass meine Anlage nicht perfekt ist, dass vieles mit den Kurvenradien nicht so ist, wie man sich das in echt vorstellt, wie zum Beispiel hier beim Bahnübergang. Aber man muss immer bedenken, diese Anlage ist nun mal nur 3,50 Meter lang. Hier 1,70 Meter breit. Hier 1 Meter breit und meine ganze Wohnung, vielleicht 5, naja, wenn es hochkommt, ja, sind 5 Meter, müssen es sein. Ja, insgesamt meine ich das von der Länge jetzt her. Und ich muss ja hier auch noch leben in der Bude, ne? Es reicht schon, dass ich hier jeden Tag mein Sofa hin und her rücken muss, das habe ich mir schon so oft erklärt, damit ich pennen kann. So, da muss nämlich der Stuhl dahinter in die Ecke, dann muss das Sofa vor Stück versetzt werden, damit ich mein Bett ausfahren kann. Und das muss ich jeden Ma Tag machen, wenn ich die Anlage nutzen möchte. Oder wenn ich an meinen Computer will. Die steht natürlich jetzt ein Stückchen weiter zu hinten. Die wird dann natürlich dort noch ein Stück dahinter gesetzt. Da muss ich auch wieder aufpassen mit der Gardine. Thema Wald. Sonst gibt es hier einen Baumfall. Oder gefällte Bäume. Die sind zwar jetzt schön fest. Und ich bin auch schon mal ein paar Mal mit dem T-Shirt hängen geblieben. Aber man muss ja nicht unbedingt alles kaputt machen, wie die Gardine oder so. Ja, das muss ja nicht sein. So, das war's aber dann erstmal für heute. Ich hoffe, ich habe jetzt genug gesappelt und euch auch genug erklärt. An die Harter, nochmal, ich bin mit meiner Anlage zufrieden und sie wird immer schöner und ich lasse mich nicht mehr beeinflussen, egal ob ihr mich persönlich anschreibt, ob ihr mich persönlich beleidigt oder ob ihr mich anruft. Nicht wahr? Wer immer das war. Wo immer ihr meine Nummer her habt, ihr solltet euch was schämen. Habt ihr nichts zu tun oder was am Wochenende? Oder in der Woche? Dass ihr mich hier anrufen müsst, um mich zu beleidigen am Telefon. Und das mit verstellter Stimme. Ich krieg schon raus, wer das ist. Keine Angst. Aber ich finde sowas absolut unter aller Sau. Wirklich. Ihr solltet euch was schämen. Und ich gehe mal davon aus, das sind solche Vollpfosten, die nicht einmal eine eigene Anlage haben oder eine haben, wo sie noch hin und her, hin und her, hin und her, kreuz und quer, ne? Ihr Pufferküsser oder was immer ihr seid, ey. Ich finde sowas entsetzlich, wirklich. Aber ich reg mich darüber jetzt nicht mehr auf. Ich habe das jetzt zweimal erlebt. Einmal am Freitag um 20 Uhr und einmal heute um 10 Uhr. Wer immer das war, du bist ein Vollpfosten. Schäm dich. Gut, das war's. Ich melde mich wieder in der Woche, wenn ich vielleicht was an meiner Anlage baue. So, tschüss.